Hallo Leute, ich mal wieder. Aus Aktualitätsgründen gibt es das Wort zum Sonntag schon am Freitag diese Woche. Aber bevor, wie so üblich, Tesla ein Thema wird, meckere ich noch ein bisschen über Hyundai mal, damit ihr nicht sagen könnt, ich meckere nur noch über Tesla. Und zwar habe ich letzte Woche meinen Kona gebracht für die Rückrufe, wobei ich ehrlich gesagt auch glaube, das sind noch nicht alle. Es gibt noch einen für irgendwie den Motor an der Ladeklappe. Und bei mir wurden jetzt drei Updates eingespielt. Ich weiß nicht genau, für welche Rückrufe das sind. Eines ist auf jeden Fall der mit den Airbags. Und ja, so schlimm ist es auch nicht, aber ich habe sie gefragt, als ich das Auto gebracht habe, ob man mir dann vielleicht gleich auch noch Updates einspielt für das Auto. Und dann sagte man, ja, diese Rückrufe sind ja Updates. Und ich habe dann gedacht, ja, lassen wir es dabei irgendwie. Wenn ich das jetzt noch zu erklären versuche, dann stehen wir nach 1,5 Stunden immer noch hier und ich möchte ja das Auto in 1,5 Stunden wieder abholen. Und ja, wie es halt dann. Wie ich gedacht habe, man hat mir keine neue Software aufs Auto aufgespielt, sondern nur diese Rückrufe. Und es war natürlich generell ein bisschen mühsam, man hatte auch kein Ersatzfahrzeug für mich. Also musste ich 1,5 Stunden mit dem Hund spazieren gehen in der Zeit. Und ja, dann hat es noch geregnet und ich hatte Stiefel an, die mir irgendwie die Ferse aufgescheuert haben. Und naja. Egal, aber also diese Experience ist auch noch verbesserungswürdig. Aber trotzdem, es ist irgendwie 20 Minuten mit dem Auto weg von hier und nicht halt eine Tagesreise, wie es bei Tesla wäre. Von dem her immer noch die richtige Entscheidung. So, aber jetzt zum Thema. Also, ich hatte die, in letzter Zeit gab es einfach wirklich viele beängstigende Nachrichten zum Thema Tesla, meiner Meinung nach. Also, dass die Verkäufe von Model S und X eingebrochen sind, hat ja Tesla quasi in einer Gewinnwarnung auch so ein bisschen durchblicken lassen, darum sicher auch die Preissenkungen. Aber ich finde es halt trotzdem eben ein bisschen beängstigend. Ich verstehe es auch nicht ganz, da erzählt man immer, wie wahnsinnig innovativ Tesla ist und wie schnell die reagieren können. Und ja, wäre jetzt eine Umstellung auf CCS und vielleicht auch die neuen Batterien, die ja angeblich nicht geplant ist, wäre das jetzt wirklich so eine große Sache, verglichen mit was man sonst so alles zu tun gedenkt. Nun gut, das war also die erste ein bisschen beängstigende Nachricht in letzter Zeit. Und jetzt ganz kurzfristig, da diese Gerüchte von wegen, dass Panasonic die Investitionen herunterfahren will. Dazu will ich allerdings gar nicht zu viel sagen, weil Gerücht und ich weiß es nicht genau und kann ich nicht viel Schlaues dazu sagen, aber passt halt für mich ein bisschen zu dem, was ich halt auch denke, ist eben S und X ist Nachfrage runter. Beim Model 3 ist meiner Meinung nach in den USA die Nachfrage runter, darum hat man Midrange gebracht. Jetzt ist dieser Markt auch schon so gut wie abgefrühstückt, darum hat man Short Range gebracht oder Standard Range, Entschuldigung, respektive auch nicht, dazu komme ich dann noch. Und jetzt passiert eigentlich das Gleiche in Europa. Klar, Model 3 war top verkauftes Fahrzeug in der Schweiz. Ich glaube jetzt auch in Österreich kann das sein. Aber das ist natürlich, sind das Orderbücher von 3 Jahren. Also das wird nicht so weitergehen. Und anscheinend ist es jetzt auch schon vorbei. Darum kann man ja jetzt plötzlich das Auto mit Heckantrieb bestellen in Europa auch.
Und ja, das, was ja in den USA mal eine Weile weggefallen ist, also man ist da einfach ein bisschen am Hü und Hott. Aber jetzt neu mit nur partieller Premium-Ausstattung. Dazu kann man meinen, was man will. Aber lustig finde ich, sowohl auf Deutsch wie auch auf Spanisch ist die Beschreibung falsch. Da steht nur die partielle Premium-Ausstattung beschrieben und was zur Premium-Ausstattung gehört, steht da nicht so direkt. Also respektive ist einfach falsch beschriftet. Aber auf der US-Seite sieht man dann, dass der Unterschied wohl ist, die Sitzheizung hinten, das bessere Soundsystem. Bei der partiellen Premium-Ausstattung hat man keinen Browser und kein Musikstreaming und keinen intelligenten Garagentüröffner. Bis auf die Sitzheizung und das Soundsystem, ja, also eigentlich alles Software, nehme ich mal an. Ja, auch dieses Bundling, ja, man will es halt einfach halten, aber wieso halt, wenn man nur Heckantrieb will, man auch keine Sitzheizung hinten kriegen kann oder keinen guten Sound. Naja. Aber warum es mir eigentlich wirklich geht, eben, für mich ist das ein Zeichen, dass die Bestellungen für die teuren Modelle langsam zurückgehen und dass man was Neues bringen muss. Das nächste wird dann sein Standard Range, respektive Standard Range Plus. Und danach, ich bin mir einfach wirklich nicht sicher, ob das Model 3 so ein Auto für den Massenmarkt ist in Europa. Im Moment kaufen das vielleicht Leute, die eigentlich lieber was anderes hätten. Ich meine, ich habe es ja auch in Betracht gezogen, obwohl es überhaupt nicht zu meinem Einsatzzweck passt. Aber wenn es eine Alternative gäbe, also ich habe sie ja dann gefunden und habe sie auch gekriegt, dann greift man eben vielleicht zur Alternative und ich denke, das könnte für Tesla früher oder später dann schon zum Problem werden. Also sobald zum Beispiel ein VW dann halt wirklich in größeren Stückzahlen liefern kann. Ja, ich sehe da schon ein bisschen Probleme auf Tesla zukommen. Und eben, ich glaube, sie haben jetzt schon gewisse Probleme. Also, der nächste Punkt erstmal, was habe ich schon lange gesagt, was habe ich schon lange vorhergesagt und dafür immer wieder ein bisschen Schelte einstecken müssen. Ich habe gesagt, ich glaube, das Model 3 für $35.000 wird es nie geben, weil war bei den anderen Modellen auch so, dass die günstigste Version eigentlich nie verfügbar war. Oder wenn, dann nur ganz kurz und mit irgendeinem Haken dran, dass man doch lieber die teurere Version nimmt. Einfach damit man sagen kann, man hat Wort gehalten und dann verschwindet es wieder. Und ja, jetzt ist es soweit. Die $35.000 Version ist von der US-Webseite verschwunden, bevor es überhaupt jemals ausgeliefert wurde. Und das heißt, ja, man könne es jetzt eine Weile doch noch bestellen, aber nur, wenn man in einen Shop geht und das verlangt. Denkt daran, Shops, das ist eigentlich das, was man vor irgendwie ein paar Wochen alles zumachen wollte und nur noch online bestellen sollte. Jetzt plötzlich braucht man wieder die Shops, um Dinge zu tun, die man online nicht machen kann. Finde ich ein bisschen seltsam. Also, und wenn man das will, dann kriegt man ein Standard Range Plus Modell mit einem Software Lock. Also wahrscheinlich ein bisschen Batterie abgezweigt und ein bisschen Beschleunigung künstlich verschlechtert. Ja, und vielleicht auch das Soundsystem, ich weiß es nicht genau. Und ja, eigentlich von dem her ja vielleicht eine gute Sache, wobei der Preisunterschied halt dann wirklich nicht so groß ist. Aber ob das jemals nach Europa kommt, ja gut, vielleicht wird man es machen müssen, weil man halt eben auf Teufel komm raus Autos verkaufen muss. Also,
Mein Problem damit ist irgendwie, man hat wieder mal was angekündigt und hat Anzahlungen eingesammelt für etwas, was man jetzt nicht liefern kann oder nicht liefern will. Für mich sieht das im Moment einfach so aus, als ob man alles machen würde, um noch ein bisschen Geld einzusammeln. Und gleichzeitig hat man ja indirekt die Preise gleich wieder um 3000 Dollar erhöht, indem man den Autopilot jetzt Standard macht. Ja, gilt das jetzt auch beim 35.000 Dollar Modell? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Und ich finde einfach, ich glaube, Tesla sollte jetzt mal hinstehen und sagen, hey, wir wissen, wir haben gesagt, das wird nicht mehr nötig sein, aber wir brauchen jetzt nochmal eine Kapitalerhöhung. Weil dieses dauernde Herumgeeiere und Ausprobiererei und dann geht's doch nicht und dann macht man wieder was anderes. Und ich sage euch, am Ende werden sie die Kapitalerhöhung trotzdem brauchen. Es wird nicht anders gehen. Und jetzt macht man sich einfach in der Zwischenzeit noch ein bisschen die Marke kaputt mit das Image, mit diesen Aktionen. Ich weiß es nicht. Ich finde einfach, das ist keine gute Art, ein Geschäft zu führen. Und schon gar nicht eines mit so viel Potenzial eigentlich. Also ich habe jetzt nicht zuletzt wegen Horst Lünings letztem Crash-Video jedenfalls Stop-Losses gesetzt. 10% unter dem aktuellen Kurs, wo man keinen Trailing-Stop-Loss setzen kann. Und ja, es würde mir zwar wehtun, aber im Moment habe ich echt Bauchschmerzen, was Tesla angeht. Irgendwie, es kommt mir wirklich vor wie ein Hühnerhaufen, der zum größten Teil schon kopflos nur noch herumrennt. Und ja, wie man weiß, kopflose Hühner rennen nicht mehr lange. Ich hoffe, ja, ich liege falsch. Ja, die Anzahlung fürs Model Y, die verlange ich erstmal nicht zurück, wobei das natürlich auch ein gewisses Risiko ist für mich, aber ja. Also, dass sie eigentlich gleich pleite gehen, glaube ich ja auch nicht. Irgendjemand wird schon, sei das ein Google-Freund oder so, wird ja schon einspringen, aber der Aktienkurs, der wird so oder so, glaube ich, weiterhin schwierig bleiben und nicht besser werden. Und wenn jetzt wirklich die Krise kommt, dann kann natürlich alles Mögliche passieren. Ja, schwierig. Ja, das andere Thema, was ich noch witzig finde, ist, das Model 3 kann man jetzt leasen in den USA. Aber auch wieder, man kann es nicht machen wie alle anderen. Nein, man sagt den Leuten jetzt schon, wenn ihr das Auto least, ihr könnt das in 3 Jahren nicht übernehmen. Wir brauchen das dann selbst für unser Tesla Network. Also, wie soll ich sagen, irgendwie, es tut einfach keine Not. Ob man dann wirklich all diese Autos zu dem Zeitpunkt brauchen wird, ob es zu dem Zeitpunkt überhaupt ein Tesla Network geben wird, es weiß es doch noch niemand. Wieso macht man jetzt wieder so eine Ankündigung, die man höchstwahrscheinlich doch so nicht halten wird und vielleicht froh sein wird, wenn die Leute die Autos übernehmen wollen? Oder sonst nimmt man sie dann zurück und verschleudert sie selbst? Ich finde es einfach unnötig. Irgendwie, es gibt viele, die ein Leasing machen möchten und das Auto aber übernehmen möchten nach dieser Zeit. Naja. Aber vor allem geht es ja darum, man kann jetzt schon mal wieder anzahlen und kriegt dann das Leasing vielleicht irgendwann. Also wieder so eine Geldeinsammelaktion, wie es bei Tesla zurzeit sehr viele gibt. Finde ich alles ein bisschen schwierig. Gut, das soll schon gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss.